So, Leute. Herzlich willkommen zurück zu Fallout 3. Wir befinden uns immer noch an einem sehr düsteren Ort. Dabei handelt es sich hier um den Super-Duper-Markt. Oh, dort steht Vorsicht, wir müssen anscheinend aufpassen. Wir haben ja von Myra den Auftrag bekommen, hier uns mal umzuschauen. Und Lebensmittel sowie, wo? Da steht auf jeden Fall einer. Sowie Medikamente zu finden. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Okay, okay, okay. Du bist oh, der steht gleich hier vorne. Das ist natürlich nicht so schön. Den treffen wir auf jeden Fall nicht. Nehmen Sie auseinander. Springen können wir nicht hier. Oh, 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 oh. 13 ist nicht so toll. Da ist hier natürlich noch so ein Gitter im Weg, das ist auch nicht so. Rumpf ist gar nicht so schlecht. Und noch einer. Super. Oh. Oh, das ist ja. Okay. Haben wir alle. Ja. Wir haben alle Granaten schon fallen gelassen. Das ist ja nicht so prickelnd. Aber was soll man machen? Und Sturmgewehr. Das sieht auch nicht so gut aus. Okay. Was haben wir? Abgesägte Schrotflinte. Das ist doch mal was Schönes. Schrotflinten Muni. Hier haben wir sogar auch am Start. Und der ist auch selber gleich mal am Start. Super. Das ging ja ruckzuck. Oh, und hier sind die fehlenden Splittergranaten. Die haben wir gleich mal hier. Mal ich mal kurz gucken. Na? Ah, okay. Munition haben wir hier. Hoffentlich für Skillbuch. Hoffentlich für, na, unser Sturmgewehr. Messer und noch mehr Munition,
Ausrüstung. Wir schauen uns erstmal hier um. Bin mehr so der Sturmgewehr-Fan. Darum hoffe ich mir natürlich, dass das jetzt ausreicht. Ah. Sieht schon nicht schlecht aus. Aber ich glaube, wir reparieren erstmal hier das, was zu reparieren geht, damit wir nicht so viel tragen müssen. Haben wir nicht die Messer repariert? Komisch. So, Sturmgewehr. Liegt auch besser in der Hand. Spielzeugauto benötigen wir nicht. Mehr hat's noch nicht. Dampfanzeige. Munition. Hoffentlich verlieren wir jetzt hier keine Haarklammern. Denn die sind, glaube ich, sehr rar gesät. Na, vielleicht doch ein bisschen mehr. Ja, okay. 10 mm Schuss und hier müssen wir nicht mal was aufbrechen. Terminal. Hier brauchen wir einen ist das darüber? Mikro, nee. Scheiße. Also kriegen wir nicht auf. Toll. Ist ja auch nicht so toll. Ah, da unten haben wir Munitionskisten übersehen. Splitterminen. Wir legen uns hier natürlich nicht schlafen lesen. Süßigkeiten lernen. Was ist denn hier noch? Den haben wir untersucht. Hier habe ich noch jemanden? Sadisten Outfit. Das ist ja schön. Hat hier oben noch jemand rum? Weiß gar nicht. Eigentlich müssten da noch welche hier sein. Aber wir haben auch noch nicht die Medikamente gefunden. Das ist ja behaft und wie kann ich so? Ah doch. So, dann waren wir schon. Das heißt, wir können hier seelenruhig zurücklaufen. In den Tiefkühltruhen ist hier
noch auf das da. Und wir springen, wir machen hier dieses von Grundschulalter. Das Felder springen. Oh nein, wir machen es lieber nicht. Hier ist nämlich jemand. Oh, oh. Gehen wir mal in die Deckung. Na. Pfeifen uns ein Stimpack rein. Wo haben wir denn ein Stimpack? Na. Zum Glück haben wir ordentlich gesammelt. Da kommt er schon. So, Bein, nehmen wir mal das linke. Zu stöhnen hier. Oder machen uns das ein bisschen einfacher. Meine Splitter rein. Reicht das schon? Ja. Super. Da fliegt er auch schon durch die Gegend. So, jetzt kann die Musik mal hier, der ist ja schon besiegt. Ist ja jetzt nicht so das große Highlight. So, hoffentlich können wir das jetzt mal, ne, war doch kein Sturmgewehr. Was hier ein Maschinengewehr. Reparieren können wir nicht reparieren. China-Pistolen. China-Pistolen. Chinesische Pistolen natürlich. Können wir nicht reparieren. Schlagringe sind auch in Ordnung. Sadisten steppen können wir reparieren. So, hoffentlich werden wir jetzt fündig. Mehr gibt's ja hier eigentlich schon nicht. Stange Zigarette ist auch nicht schlecht. Bringt wenigstens Kohle. Kartoffelchips ist auch schön. Pfeile? Ah! Apothekenschlüssel. Hier elektrische Leiter. Nehmen wir mal beides mit.
Munition ist auch immer super gut. Kronkorkenminen, ey, die haben ja Sachen. Hier. So, hier in die Richtung. Anscheinend nicht. So, hier haben wir es super hingekriegt. Ach, und das Lustige ist ja auch bei Fallout 3 gibt es keinen Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, den gibt es erst ab New Vegas. Dass man auf schwer spielen kann, also dass man da Wasser trinken muss und so. Hier ist das wirklich alles noch eins. Ich meine, okay, die Gegner werden stärker und so, das ist schon klar. Aber das ist jetzt hier die Apotheke. Oh, das sieht ja schön hier aus. Ich hoffe, wir finden hier auch brauchbare Gegenstände. Eine Metallkiste. Erstmal nicht. So, hier ist nichts drin. Wir sind zurück. Man muss. Oh. Moment. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh oh. Das klingt nicht so gut. Das klingt gar nicht gut. Deswegen war anscheinend diese Mission auch optional. Wie war denn das mit dem Licht an hier? War das hier? Nee, war das hier? Nee, war das hier? Nee, war das hier? Hier? Nee. War das hier? Nee. War das hier? Nee. War das hier? Nee. Nee. Dann muss ich jetzt mal schnell gucken. Option, Steuerung, Gameplay. Nee. Hier war es nicht. Steuerung natürlich. Tastenbelegung. Ansicht, Licht, wo haben wir denn Licht? Alles hier irgendwo? Nee. Ah, okay. Das ist schon besser. Ah, da
Da sehen wir wenigstens was. Was natürlich hier sehr wichtig ist. So. Die schlendern anscheinend ganz schön langsam durch die Gegend, oder? Sie haben einfach keinen Bock auf sich mit uns auseinanderzusetzen. So, was ist denn das? Ein Bömmchen? Ein Bömmchen. Okay. Oh, das war eine Mini-Atombombe. Oh. Oh, oh. Mann, hier oben. Büroarbeiter-ID. Unsere Wissenschaftsskills sind ja eh noch nicht so gut. Daher würde ich das erstmal in Ruhe lassen, bevor wir da irgendwas kaputt machen. Hier liegen noch geschlossene Nuka-Colas. Die schnappen wir uns natürlich. Das ist noch eine, das andere sind leere, das sieht man. Das sieht man sehr gut. So. Oh, Nuka-Cola Quantum. So einen haben wir doch schon mal in der Grundschule von Springvale gesehen. Die scheinen anscheinend mehr zu helfen, was auch immer die bewirken. Durstlöscher würde ich ja nicht sagen, wie gesagt, ich habe ja mich schon gefragt, wie lange so ein Soda-Getränk überhaupt haltbar ist. Ich meine, ich denke mal nicht, dass die jetzt zur Kriegszeit hier noch massig Cola Flaschen produziert haben. Das wäre jedenfalls ziemlich sinnfrei. Ja, ich mach jetzt erstmal, ich kaufe mir jetzt erstmal noch hier im Supermarkt ein paar Nuka-Cola Flaschen. Hm. Draußen herrscht zwar die Hölle, aber ich gönne mir erstmal was. So denke ich natürlich nicht, dass sie gehandelt haben. Darum ist das Ganze ein wenig fraglich, was es überhaupt mit diesen Nuka-Cola-Flaschen auf sich hat. Bleirohr. Eigentlich alles durch
durchgesehen. Jetzt müssen wir uns in die Höhle des Löwen trauen. Warte mal, ich glaube, wir gucken erstmal noch, ob wir hier irgendwas zusammenschließen können. Kleidung haben wir ja nicht aufgenommen. Aber Messer. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Pistole haben wir auch nicht aufgenommen. Nagelschlagring haben wir nicht. Und das war es auch schon. Da bin ich mal gespannt. Einer? Nur einer? Oh, oh, oh nein, das ist nicht nur einer. Oh! Alter. Schwede. So, Wettmodus. Jetzt ist aber auch gut. Schluss mit lustig. Ich meine, ihr habt genug Leute da rum aufgehangen. Na, das bringt nichts. Das bringt auch nichts. Leider. Die hab ich gar nicht gesehen hier hinten. So, da ist noch ein. Oh, oh, hier unten ist auch noch einer. Okay. Am besten nicht auf die Waffe zielen, weil die Waffen nicht. Also die sind dann wirklich, wenn die Waffen aufgenommen. Anvisiert auch schade, das ist natürlich nicht so berauschend. Lichtbogenhelm, gucken wir mal, ob wir schnell noch reparieren können. Nein, das geht nicht. Das geht. Jo, was geht? Das geht. So, das haben wir auch repariert. Was haben wir jetzt noch aufgenommen? Schon wieder ein Messer? Nein. 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 Oh, wir haben Messer und Co. Chinesische Pistole geht immer noch nicht. Abgesägt über das, genau. Super. Okay. Ist hier noch einer? Okay. Beine sind wieder. Von diesen Stellen und. Also, warum der so impulsiv nach oben fliegt, bleibt mir immer noch ein Schleier. Und fraglich sowieso.
So, kein Stachel. Nein. Pistolen können wir reparieren, ne? Okay. So. Ist hier noch jemand? Also die Musik ist auf jeden Fall immer noch. Oh, okay. Da ist auch hier noch jemand. Und die Munition geht uns auch langsam zur Neige. Treffen wir den Kopf. Treffen wir noch nicht. Also ich könnte es persönlich nicht so ohne weiteres. Na? Zeit auf den, was ich sagen wollte. Glaube ich könnte immer noch. Also ich glaube ich könnte ohne weiteres nicht. Na? So gut. Na, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Was ist die Frage? Der Frage. Ob wir das reparieren können, natürlich erstmal. Da wir ja schon wieder überlastet sind. Na. Hier geht anscheinend nichts. Chinesische Pistolen gehen aber. Sind aber immer noch im Übermodus. Okay. Dann pfeifen wir uns ein bisschen Buff-Out rein. Und vielleicht noch ein Stimpack. Das hast du eigentlich alles hier. Aufgaben, ne? Ich guck nochmal auf die Aufgaben. Nein. Ach, tritt in seine Fußstapfen. Ja. Müssen wir aufpassen, dass wir die Aufgabe nicht verpassen. Kraft des Atoms. Megatons. Atombombe entschärfen. Aha. So. Moira. Ah, okay, haben wir alles.
Wir stecken mal am besten die Waffe weg. Und machen uns auf den Weg zurück zu Mara. Vielleicht können wir bei der auch gleich mal ein paar Waffen sagen. Ja. Paar Utensilien lassen. Damit wir die nicht immer nur durch die Gegend schleppen. Muss aufpassen, dass uns der Junge hier nicht anquatscht. Weil das hat schon einen Grund, warum ich erstmal auf Radiosender an. Das hat schon Sinn, warum wir das überhaupt mit dem nicht gesprochen haben. Weil unser Sprachskill bekanntlich ja immer noch nicht so gut ist. Ich will nicht bei so allzu vielen Sprachherausforderungen failen. Well, I'm willing, I'm able, I'm frantic, much alive. Well, I'm 6 feet tall, I ain't so hand me down. Yes, oh. I'm 6 feet tall, and I ain't so hand me down. Well, I got a gal in town who calls me good rockin' brown. Ah, die Antenne ist auf jeden Fall nicht gut eingestellt. Der rauscht sehr dolle. Angebracht. Wie wär's mit einem Handel? Ja. Wir wissen ja schon viel über euch, lustigen Gesellen. Aber der hat ja nicht gerade viel Kohle. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie... Ah ja, geben wir.